Ostafrika, mitten im Nirgendwo liegt Dadaab, das größte Flüchtlingslager der Welt. Im Nordosten Kenias, 80 Kilometer von der Grenze zu Somalia entfernt, leben mehr als 380.000 Menschen in drei benachbarten Camps. Ursprünglich war Dadaab nur für 90.000 Personen konzipiert. Bettina Kroll von der UNO-Flüchtlingshilfe war im letzten Jahr dort. Also das größte grundlegende Problem war damals schon, dass das Lager komplett überfüllt war. Und das ist jetzt natürlich nochmal um einiges gestiegen. Zurzeit ist es eben nicht möglich, dass die Menschen in einem der drei Lager untergebracht werden können, sondern müssen sich im Grunde ihren eigenen Platz irgendwo am Rand eines der Lager suchen und dort ihre Notunterkunft erstmal errichten. In Dadaab herrschen katastrophale Zustände. Täglich kommen etwa 1400 neue Flüchtlinge an, meist aus Somalia. Unter ihnen viele Frauen und Kinder. Neben dem anhaltenden Bürgerkrieg nimmt die Dürre die Lebensgrundlage. Das Vieh verdurstet, die Menschen finden keine Nahrung mehr. Bettina Schulte ist für die UNO in Dadaab und seit Wochen im Dauereinsatz. Am Telefon erklärt sie die Situation vor Ort. Was wir jetzt sehen, sind einfach extrem hilflose und schwache Flüchtlinge, die ankommen. Zum Teil sind die Familien 10 bis 20 Tage zu Fuß von Somalia aus nach Dadaab gelaufen. Die Kinder tragen fast nie Schuhe, sind extrem verstaubt und sobald sie den Wasserstand sehen im Lager, rennen sie einfach nur, um ein wenig Wasser zu trinken, weil viele auch in den Tagen kaum Wasser und kaum Essen erhalten haben. Wer es bis Dadaab schafft, wird registriert und möglichst schnell mit Nahrungsmitteln und Wasser versorgt. Doch das ist bei dem derzeitigen Ansturm kaum noch möglich. Also jedes Lager ist eben in Blöcke eingeteilt und es gibt einen offiziellen Teil, wo es einen Markt gibt, wo die verschiedenen Organisationen dann auch nochmal ihre Büros haben. Im Lager verteilt gibt es halt eben an verschiedenen Stellen die Wasserlöcher oder Wasserstellen vielmehr. Pro Person stehen im Durchschnitt leider nur etwa 15 Liter pro Tag zur Verfügung. Das ist natürlich sehr, sehr wenig. Und mit dem großen Zustrom der Neuankömmlinge jetzt wird sich dieser Durchschnittswert nochmal reduzieren, weil einfach die Infrastruktur nicht ausreichend ist. Trotzdem versuchen die Menschen, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Die Zelte dienen meist nur als erste Anlaufstelle. Viele bauen sich eigene Unterkünfte aus zusammengesteckten Stöcken, Plastikresten und Planen. Manchmal werden auch Hütten aus Lehm gebaut. Das hat einfach damit zu tun, dass das Dadaab eben auch schon so lange existiert. Also das ist kein klassisches Flüchtlingslager. Die Menschen selber haben sich mit ihrer Situation arrangiert. Das ist vielleicht der positivste Ausdruck dafür, weil es natürlich schon deprimierend ist, seit Jahren dort zu sein oder einfach auch keine Zukunftsperspektive zu sehen. Viele der Kinder und Jugendlichen sind in dem Lager geboren, die kennen nichts anderes als dieses Lager. Was auch interessant ist, dass die Flüchtlinge, die bereits seit Jahren in diesem Camp leben, sich zusammengetan haben und zum Beispiel jetzt in diesen Auffanglagern zu kochen für die Neuankömmlinge, Kleider sammeln und sich wirklich aktiv auch mit in der Hilfe quasi eingliedern und mitwirken. Den Hilfsorganisationen mangelt es an finanziellen Mitteln. Doch vor allem die Unterstützung der kenianischen Regierung lässt zu wünschen übrig. So wurde bereits ein viertes Camp gebaut, aber es durfte anfangs nicht für die Flüchtlinge geöffnet werden. Inzwischen soll die Regierung Kenias der Öffnung zugestimmt haben, zumindest eine kurzfristige Verbesserung der Situation. Die 40.000 Flüchtlinge, die wir jetzt übersiedeln könnten, sobald dieses Camp geöffnet wird, wäre natürlich erstmal eine erste Erleichterung angesichts der Tatsache, dass wir 70.000 haben, die außerhalb der Campgrenze leben und dass die Camps an sich völlig überfüllt sind und dass wir allein im Juni 30.000 Neuankömmlinge erhalten haben, ist es natürlich nicht genügend. Das heißt, das Camp wäre, wenn es eröffnet wird, wäre es ab morgen sofort schon wieder voll. Bis weitere Hilfe garantiert werden kann, müssen Zehntausende vergeblich auf Wasser, Nahrung und ärztliche Versorgung hoffen.